zur Pressekonferenz hier bei Ihrer TSG Neustrelitz. Ja, wie gerade eben gesehen, Spielstand 0:0 TSG Neustrelitz gegen Alt-Büdersdorf. Und wie das Ganze zustande gekommen ist, das hören wir uns jetzt an. Bitte, Hans Oertrich. Für unser Dorf war es ein immens wichtiger Punktgewinn. Meine Mannschaft hat hier eine großartige Leistung gezeigt. Wir haben einen bedingungslosen Fight, einen bedingungslosen Kampf gegen eine absolute Spitzenmannschaft hier abgeliefert. Und aufgrund der Bereitschaft der Jungs ist dieser Punkt vielleicht nicht unverdient. Ich muss sicherlich festhalten, dass TSG Neustrelitz viele hundertprozentige ausgelassen hat, sind gescheitert an sehr guten Torhüter Selvin Beksadic und an die Abwehrspieler um Darek Puschinski. Aber meine Mannschaft hat sich von Minute zu Minute hier reingesteigert und ihr habt gesehen, wir wollten immer wieder Nadelstiche setzen. Das haben wir geschafft durch die Nummer 17, Christopher Plaschinski. Deshalb kamen wir zu hochprozentigen Chancen und in der Phase, wo Neustrelitz den sechsten hundertprozentigen ausgelassen hat, steht die Nummer 7 von meiner Mannschaft Sven Martin, ganz alleine von Sven Rockentin, der in der ersten Halbzeit schon einen überragenden Ball gehalten hat. Und der Sven hat auch diese Torchance für uns vereitelt. Mein Kompliment an meine Mannschaft. Dieser Punkt wird uns auf dem Weg helfen, denn es ist eine große Herkulesaufgabe für das ganz kleine Dorf, diese Liga zu halten mit den Voraussetzungen. Denn meine Mannschaft hat nur die Möglichkeit, in der Woche dreimal zu trainieren. Wenn eine Möglichkeit da ist, dann trainieren wir viermal und das hat man heute wieder gegen eine professionell aufgestellte Mannschaft hier gemerkt. Aber trotzdem, ich bin sehr, sehr glücklich über die Leistung der Mannschaft und ich bin genauso zufrieden. Vielleicht habt ihr das beobachtet, es sind so viele heute aus dem Dorf gekommen. Fast das halbe Dorf war heute hier und darüber bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Diese Unterstützung brauchen wir, um die Klasse letztendlich zu halten. Bevor ich gleich abgebe, ich möchte noch was in einer Sache sagen, weil das am Spielfeldrand war und jetzt hier vor Beginn der Pressekonferenz auch. Der Hans Oertrich hat vor allen, die hier drin sind, Damen und Herren, vor dem Präsidium von TSG Neustrelitz und auch vor dem Trainer von Neustrelitz hohen Respekt, aber ich möchte eigentlich in meiner eigenen Sache sagen, weil Zurufe kamen eben selbst in diesem Raum, setz mal die Sonnenbrille ab, hier ist nicht mehr Sonne. Hans Oertrich hat 24 Augenoperationen rechts und links und dann leider rechts und links eine Organtransplantation bekommen und deshalb muss Hans Oertrich diese Sonnenbrille tragen und so eine Zurufe tun mir, obwohl ich offensiv damit umgehe, tun mir natürlich ein bisschen weh. Aber der Pressesprecher und Vorstandsmitglied von TSG Neustrelitz hat das eben vor der Pressekonferenz selbst geregelt. Ich wünsche diesen Verein, der sehr gut aufgestellt ist, um den Präsidenten Herrn Runge für die Rückseele noch viel Glück. Und ich meine ganz sicher, nächste Woche im Auswärtsspiel, im Spitzenspiel, da habt ihr eine richtige Chance. Und das meine ich mit hundertprozentiger Überzeugung. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, passt auf euch auf. Und vielleicht, wenn wir hier Verbündete haben, drückt ihr dem kleinen Dorf die Daumen, so dass das kleine gallische Dorf die Liga hält. Danke. Ja, danke Hans Oertrich. Ich denke, wir drücken alle die Daumen. Aber in dieser Minute, denke ich, ist es für uns auch ganz wichtig, mal zu hören, was unser Trainer zum ganzen Spielgeschehen zu sagen hat. Rastislav Vodun, bitteschön. Ja, ich kann definitiv nicht so viel Dramatik in diese Auswertung bringen. Alle Fälle haben wir versagt und brauchen wir uns nicht was vormachen. Wir haben in Rostock nach nicht ordentlicher Leistung verloren. Heute wollten wir das alles gut machen. Haben wir nicht umgesetzt, auch wenn haben wir genug Chancen gehabt, dieses Spiel für uns zu machen. Aber alle Fälle haben wir ein bisschen Probleme gehabt erst der Halbzeit im Spielaufbau und wir waren weit weg von den Leuten, wir haben die Zweikämpfe nicht gesucht und aus diesem Grund haben wir auch nicht unbedingt verdient, heute zu gewinnen. Ist das sehr, sehr bitter für uns in momentaner Situation. Wir haben gesagt, dass vor der Halbserie war unser Rückstand zum Spitzenmannschaft ein bisschen größer. Wir haben das
mit überragenden Spielen verkürzt und jetzt sind wir in einer Phase, wo Mannschaft zeigen muss, was drauf hat. Und ich habe gesagt, die Meisterschaft gewinnen wir nicht gegen Togelo und nicht gegen Hansa Rostock, aber gegen kleine Mannschaften. Und da haben wir heute nicht optimale Leistung gezeigt. Und muss man einfach auf unsere Kappe nehmen. Und wir haben uns was vorgenommen, aber davon haben wir nicht das umgesetzt, was wir wollten vor dem Spiel. Danke. Ja, danke, Rassifler. Ja, recht reduziert, was die Presseleute anbelangt, aber ich finde, die Show ist immer wieder treu und ich denke mal auch mit einem entsprechenden Fragenpotenzial. Ja, schau dich Fußballwoche eine Frage an. Hans-Alfred, siehst du noch Gefahr, dass du in den Abschiedskampf reinkommst? Ja, 100%. Seit dem ersten Spieltag kämpfen wir um den Klassenerhalt. Und aufgrund also auch gestern des Auswärtssieges von den Rhein-Neckar Füchsen bei Malchow ist alles noch offen. Wir spielen noch sehr viele Heimspiele. Meine Mannschaft hat heute 10. Auswärtsspiel bestritten. Und ihr wart vielleicht der ein oder andere mit im gallischen Dorf, wenn unsere Fans uns so unterstützen, jetzt gerade am Wochenende in einem immens wichtigen Spiel gegen Tennis Borussia. Dann haben wir vielleicht einen kleinen Schritt gemacht, aber dieses Spiel ist wieder anders. Auf jeden Fall, um die Frage auf den Punkt zu bringen, na klar, wir werden bis zum letzten Spieltag um den Ligaverbleib spielen, wollen kämpfen, aber wenn wir heute diese Einstellung gesehen haben, dann meine ich, dann haben wir berechtigte Chancen, die Liga zu halten. Dankeschön. Eine Frage an den Trainer der TSG, an Rasti Hodul. Wie schwer wog das Fehlen von Thomas Dobek? Ja, haben wir gesehen, dass wir schon sehr viele Wochen ganz kleine Kader haben. Und wenn bei uns die Leistungsträger und dazu gehört unsere Kapitän ausfallen, dann ist das sehr, sehr schwierig zu koordinieren. Das ist klar, das haben wir heute gesehen, dass wir nicht so viele Ideen haben in dem Spiel und wir haben gewollt, das sagt auch keiner, wir haben dafür auch gearbeitet, aber wir haben das gewisse etwas vermisst und das hat uns heute einfach gefällt, die drei Punkte zu holen. Dankeschön. Ja, danke an die Trainer. Ich denke, alle Fragen sind beantwortet. Wenn nicht, gibt es natürlich im Anschluss auch noch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Dann soll es das von dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche allen Anwesenden noch einen schönen Sonntag bei der TSG. Unseren Gästen natürlich auch eine gute Heimfahrt, sportlich alles, alles Gute, gesundheitlich natürlich auch. Wie gesagt, ich wünsche allen einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.